Hallo und herzlich willkommen zurück zu Transocean The Shipping Company. Die LS15 ist in Kyongshong angekommen. Ich muss das Spiel gerade mal neu laden, in der Hoffnung, dass es dann besser funktioniert. Und ja, jetzt überlegen wir mal kurz, sollten wir von hier aus einfach rüberfahren nach Bangkok? 2 Tage, ja, würde ich sagen, machen wir. Und hier haben wir ein Angebot. Die Firma Deep Drilling Incorporation. Ne, wollen wir verpassen. Weil das können wir wieder nur mit den kleinen Schiffen machen. Und die Book of Unwritten Tales ist ebenfalls eingetroffen in einem Hafen. Oh, mal gucken. Wo ist sie denn? Da, in Bangkok. Genau, sehr gut. Das heißt, wir können da mal hier die Fremantle-Aufträge fertig machen. Das wäre ja mal nicht schlecht. Und das sind nämlich Möbel. 42.000 Toy. Nochmal 47. 49. So ist es fast perfekt, oder? Sehr gut. Können wir da auch wieder ablegen. Und die Beach Resort, das ist auch eine der großen, ist in Valencia eingetroffen. Und ich glaube, die soll uns helfen, diesen Stahlauftrag fertig zu bekommen. Schauen wir mal. Ja, würde ich sagen, ne? Also, Auftragsliste. Und dann haben wir hier Heavy Metal für Jao Tauro. 2,6, da ist das Schiff schon voll. Na komm. So. Dauert ja auch nur einen Tag. Und die Train Fever ist auch in Valencia angekommen. Wo war die denn? Sehr gut. Und auch die kann für Jao Tauro das Metall liefern. Haben wir jetzt irgendwas zum Zurückfahren? Nee, haben wir nicht. Also das Schöne an den Auftragen, wenn wir das so machen, ist natürlich, dass es ziemlich schnell geht. Aber für euch zum Zuzauen wahrscheinlich nicht ganz so toll. So, die Shark ist in Kapstadt eingetroffen. Die ist hier auf der Durchreise, wenn ich das richtig sehe. Was hat denn die geladen? Post und Pakete für Santos, genau. Perfekt. Waren wir gerade in unserem neuen Hafen. Und da haben wir wieder mal die Möbel geliefert für Fremantle. Schauen, ob wir was für den Rückweg nach Bangkok haben. Nein, haben wir nicht. So, und die kann auch mal hier fleißigst Metall mitnehmen. Und so langsam müssten wir es dann aber haben. Na, die Chefin ist natürlich höchst unzufrieden mit uns, das ist klar. Aber wir wollen das mal eben fertig machen hier. Das geht ja rucki zucki, wenn wir das einmal raus haben. So, dann sind wir mal in Kolon angekommen. Was wollen wir denn hier? Wir könnten Kaffee mitnehmen nach Valencia. Haben wir neue Aufträge vielleicht hier zufällig in der Nähe? Oh ja, wir haben einiges an neuen Aufträgen. Aber wieder nicht mit den dicken Schiffen. St. Petersburg, Balboa. Und Santos, St. Petersburg. Das wäre auch eine schöne Streckenkombi. Aber lieber nicht. Wir machen es lieber auf nach Valencia. Sollten wir da noch helfen müssen. Und die Warlords of Draenor ist angekommen in Port Said. Sehr gut, dann tanken wir die mal auf. Und nochmal der Hinweis hier, ja, ich weiß, dass die Sprache dummerweise asynchron wird mit der Zeit. Ich kann das auch nicht ändern, es tut mir wirklich sehr, sehr leid.
So, Port Said. Was wollten wir denn hier wohl? Wo wird's denn eng? Eng wird es immer noch Valencia, Jautaudo. Da sind wir jetzt 3 Schiffe unterwegs. Und das nächste, was eng ist, ist Bangkok nach Fremantle. Das heißt, wenn wir hier was fahren für Bangkok, dann sollten wir das mitnehmen. Dem ist nicht so. Wir hätten noch Erz für Ambril Yami. Dann wäre auch ein Auftrag angenommen. Nach Kapstadt. Dann machen wir den mal. Also, einmal Erz mitnehmen, bitte. Und los geht's. Und hier das übliche Spiel. Einmal bitte Metall aufladen. Jawohl, besten Dank. Und einmal bitte nach Jautaudo. Ich frage mich ja dann, wie das dann hinterher ist, wenn man da noch schwerere Schiffe sozusagen hat. Und wir gucken einfach mal, haben wir jetzt was? Nein, wäre auch zu schön gewesen. Für Valencia ist nichts dabei, also müssen wir da nochmal so fahren. So, und die LS15 ist angekommen in Bangkok. Da wollen wir doch mal schauen, was wir da in Bangkok so alles haben. Die City Skylines, das neueste Schiff unserer Flotte sozusagen. Herrlich, dieses Wortspiel, oder? Es ist aber immer noch nicht fertig. So, Fremantle wollten wir da, glaube ich, helfen. Und da wollen wir natürlich wieder gucken, dass wir möglichst viele Möbel reinbekommen. Das sieht schon mal gut aus. Dann machen wir das so. Da kriegen wir nur 5 Millionen für. Allerdings ist es auch um die Ecke, ne? Mehr oder weniger. 5 Tage. Und die Beach Resort ist in Valencia. Auch die soll da helfen. Also hier geht es echt, dass sie diesen Stahlauftrag fertig bekommen. Und dann haben wir ja den Pendelauftrag. Da können wir die ganzen großen Schiffe dann direkt dann mit einbeziehen in den Pendelauftrag zwischen. Oh, hier kriegen wir aber jetzt ordentlich 5800 Toy kriegen wir hier weg. In den Pendelauftrag zwischen Valencia und. Was haben wir das noch? Müssen wir leider mal gucken. Das schon wieder vergessen. Die Train Fever ist auch schon wieder da. Also das geht jetzt rucki zucki hier. Das ist halt ein bisschen viel Klickerei. Oh, da hätten wir noch was mit annehmen können. Nee. Ah. Da bin ich nicht aufgepasst. Da hätten wir ein ganz bisschen weniger. Einen kleineren Auftrag, da hätten wir 2 reingekriegt. Aber gut. So, hier haben wir jetzt Amblididami. Da haben wir jetzt einen Auftrag. Und zwar. Achso, und den Pendelauftrag, den ich meine, wäre K-Imports. Und Lissabon hier, ne? Also das Pendeln zwischen K-Imports und Valencia und dann Lissabon zurück. Das war unser Plan. So, Ambilinami sollen wir liefern. Lebensmittel nach Kapstadt. Und zwar von Beans and Bones, ne? Nicht die falschen nehmen. Oder sagen wir mal Agrargüter. Das wäre dann korrekt. Genau, so, Schiff voll. Auftrag annehmen. Ist jetzt auch nicht so der dicke Auftrag, aber wir brauchen ja diese Aufträge, damit wir die Mission fertig erfüllen, ne? So. Endlich mal was für Valencia von den Trunk Masters. Wer hätte das gedacht? Wir sollten den Auftrag natürlich auch annehmen, ne? So. Und ab geht die Post. Und die Sherlock Holmes, voll beladen mit Luft, wartet darauf, endlich wieder was Sinnvolles zu tun. Auch hier können wir nochmal Metalle laden, aber da will ich halt 69.000, 63, 88. Also für die Barkröten ist es natürlich nicht sonderlich interessant, ne? So, wir sind in Jebel Ali. Und machen uns weiter auf dem Weg nach. Weil die haben ja keinen Auftrag. Tü. Wo wird's denn eng? Wir sollen mal gucken hier. Bangkok.
Bangkok, Lissabon. Also eng wird's nur in Valencia. Eigentlich. Also ich überlege gerade, wir könnten auch hier die Reise nach Bangkok machen, dass wir den ganzen Bangkok-Kram fertig bekommen. Oder in Valencia noch helfen. Wir machen uns mal da unten runter unterwegs. Wir machen uns mal nach da unten runter auf den Weg, wollte ich sagen. Und die Chefin ist natürlich böse mit uns. Ganz klarer Fall. Aber ihr seht, langsam kommen auch die Gegenaufträge. So kann ich mir das schon fast wieder gelten lassen. Also, ne, 43.000, so. Also mit Gegenauftrag, dann ist es nicht ganz so schlimm und krass. Aber natürlich trotzdem etwas mühsam. So. Wir sind in Jotauro und haben nichts für Valencia dabei. Da müssen wir leider mal... Na? So, okay. Wie sagt, was sagt denn unser Möbelauftrag hier unten? Den müssen wir auch langsam mal durchhaben, oder? Naja, fast. Bangkok, Hongkong hätten wir da gleich noch. Hm. Das lohnt auch fast nicht, ne, das noch mitzunehmen. Weil wenn wir mit dem Schiff in den Hafen rein und wieder rausfahren, bis das erledigt ist, das lohnt nicht. So, irgendein Schiff liegt hier rum. Die Digit liegt in Liem Shabang rum. Was macht denn die hier? Wieso ist denn die leer hier hingefahren? Hä? Bin ich verwirrt? Die wollte bestimmt nach Bangkok, hä? Ja, überraschenderweise haben wir da keinen Auftrag dafür. Man hätte es fast ahnen können. Oder habe ich mich da einfach nur verklickt? Denkbar, ne? So, und auch hier mit dem Metall, da geht es so langsam in die Endrunde. Hoffe ich zumindest. Das hier ist nochmal ein großer Auftrag. Und hier haben wir Bangkok und hier haben wir hoffentlich dann bald die Möbellieferung fertig. 66.000. Wollen wir mal hier schauen, dass wir da ein paar kleinere zusammenbekommen und dann auf die richtige Größe kommen. 45 passt. 51 passt auch noch. Dann machen wir es so. Würde ich mal so vorschlagen. So, die Train Fever ist in Valencia. Die möchten natürlich nochmal Metall mitnehmen. Dann haben wir den wahrscheinlich auch dann dadurch. Und in Jotauro haben wir vielleicht keine Mission. Nein, haben wir nicht. Also noch einmal von alleine zurück. War die Shadow Comms jetzt zum Helfen da? Oder war das gerade...
Das wäre ja was. Ja, und mit diesen spannenden Bildern, die jetzt nicht ganz so spannend sind, das räume ich ja ein, aber wir haben das dann bald fertig hier, gebe ich zurück in die angeschlossenen Funkanstalten. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es wieder heißt Garderoll spielt, Transocean The Shipping Company. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.